Ich grüße dich, es ist der 1. Juli 2021. In diesem Video geht es um einen wesentlichen Punkt. Wenn wir über den Aufbau eines Managementsystems, egal ob nach ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, ISO 27000, ISO 50000, da sind alle von dieser klaren Anweisung betroffen, letztendlich, ne, die darüber entscheidet, ob du eine Aufwandsexplosion hast im Aufbau oder im Aufstocken deiner bestehenden Managementsysteme oder ob du das Ziel effizient und mit, ich sag mal, optimierten Mindestmaß erreichst. Ja. Erläuterungen nach dem Intro und natürlich auch die Aussage, worum es geht. Bis gleich. Also, worum geht es eigentlich? Ja, ich habe in meiner beruflichen Karriere sehr viele Managementsysteme aufgebaut. Ja. Aber auch natürlich auditiert. Ne? Diese zwei Dinge, die darf man natürlich nicht miteinander vermischen, ist logisch. Ja. Aber selbstverständlich habe ich auch viele, viele, viele Managementsysteme aufgebaut. Ja. Und dabei ist eine der wesentlichen, ja, Lessons learned, diese Erkenntnisse, die man hat, ja, mir gestern durch den Kopf geschossen. Ja, und zwar als ich in so einem Systemaufbau quasi verwickelt war oder bin eigentlich noch, ja, im Rahmen eines Startup-Unternehmens, tolles Unternehmen und so weiter und so fort. Und man schaut sich ja dann auch die Dings an, die Normen an, die Normanforderungen konkreter an, ja, und da ist mir wieder mal aufgefallen, ja, dass wir als Technokraten, ja, und das muss man ein bisschen sein, ja, man muss ein kleiner Technokrat sein, ja, und wenn du es nicht bist, dann ist es halt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von dir, ja. Irgendjemand gibt es auf jeden Fall, der die Normanforderungen im Detail ausknobelt und sich anschaut und sich Gedanken darüber macht und Varianten im Kopf aufbaut und so weiter und so fort. Ja, man kann sich da total reingraben. Unterm Strich ist es ja auch sehr logisch. Ja? Warum? Weil hinter diesen ganzen Normanforderungen, unter den Normen, ja, Normgremien sitzen und lauter schlaue Leute, wenn du so willst. Ja? Und die knobeln das Ganze so aus, dass es tatsächlich also sehr vielschichtig ist und sehr weitreichend und. Und der Fehler, und jetzt kommt dieser Punkt, ja, der Fehler, den man anfangs machen kann, ist, dass man sich da so dermaßen reingräbt, dass man gefühlt kein Millimeter weiterkommt. Du schaust dir alles im Detail an, du willst es perfekt machen. Ja, perfekt machen. Und das, liebe Freunde, ja, ist ein Zustand, ja, der dazu führt, dass du entweder eine Kosten- bzw. Aufwandsexplosion hast. Warum? Weil du halt jeden Satz umdrehen musst. Ja? Du musst dir jedes Blatt anschauen, alles angucken. Ja? Und ich meine, verstehe mich nicht falsch. Ist es richtig? Mit Sicherheit. Ja? Mit Sicherheit ist es nicht verkehrt. Also ich will nicht sagen, dass es richtig ist, aber ist es mit Sicherheit nicht verkehrt, sich seine Prozesse in angemessener Art und Weise, sein Unternehmen quasi in angemessener Art und Weise in Bezug auf die Normanforderungen anschaut, ja, und diese den Erfüllungsgrad, den Erfüllungsweg dann auch für sich erkennt. Ja. Aber es bedeutet nicht, dass man an jeder Ecke und jedes kleine Putzelchen quasi mit dokumentieren muss, ja, nur mit zusätzlich dokumentieren muss. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Sondern heißt, dass man letztendlich das Bewusstsein dafür schafft. Ja. Aber, also leicht abgeschweift schon wieder, ja, der Punkt ist der, was viel wichtiger ist in dem Zusammenhang, ein Management, im Zusammenhang Aufbau eines Managementsystems, ja, ist, dass du zunächst einmal die Vollständigkeit, ja, richtig zuhören, die Vollständigkeit der Abdeckung aller Normanforderungen sicherstellst. Ja. Das ist natürlich abhängig davon, was für eine strategische Ausrichtung du da hast und so weiter und so fort. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte
ein Jahrzehnt damit verbringen, mein Management-System aufzubauen, vergiss dabei Geschäft zu machen. Ja, also das Business muss weiterlaufen. Ja, Management-System soll ja dabei supporten, nicht irgendwie Bestandteil deines Geschäfts werden. Ja, und deshalb ist es sinnvoll, die richtigen Tools zur Anwendung zu bringen, die richtigen Tools zu sehen als Bestandteil des Management-Systems. Ja, nicht das Management-System und die Struktur anzuvisieren, eine perfekte Ablage und was weiß ich was. Und deine Prozesse laufen aber parallel nicht. Ja, und, ja. Insofern, also es ist wichtig erstmal, wenn du Management-Systeme aufbaust, ich wiederhole es nochmal, die Vollständigkeit deines Systems sicherzustellen. Ja. Heißt so viel wie, geh durch alle Kapitelnormen durch, schnell, zügig und fair, in angemessener Art und Weise und schau dir einfach an, wo du was schon erfüllst. Und natürlich wirst du dich fragen, okay, brauche ich jetzt, wenn du, was weiß ich, in Kapitel 5.3 hängst beispielsweise oder 6.1 oder 7.3 oder sonst wo hängst, wirst du dich fragen, ja shit, der will jetzt von mir irgendwas haben, ja, irgendwelche Verantwortlichkeiten soll ich regeln und so weiter und so fort, ja, wie kann ich das machen? Ja, das ist natürlich etwas, da kannst du Support holen, ja. Da kann ich dir zum Beispiel sagen, ja guck mal, Verantwortlichkeiten kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen regeln. Ja? Zum Beispiel über ein Organigramm, ein detaillierteres Organigramm. Ja? Oder über so einen Raki-Chart. Ja? Oder über eine Verantwortlichkeitsmatrix oder wie auch immer. Ja? Stellenbeschreibungen, ja? Aushänge, Kommunikation, ja? Und so weiter. Unterschiedlichste Möglichkeiten, wie du diese Dinge umsetzen kannst. Und da muss man sich natürlich am Ende des Tages fragen, ist es sinnvoll, wenn ich da jemanden habe, der sich damit auskennt? Ja, oder will ich das selber machen? Ja, das sind zwei Paar Stiefel. Ja, und bestimmt liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ja, dass man sagt, okay, es macht auf keinen Fall Sinn, das ausschließlich durch eine externe Beratung zum Beispiel abzudecken. Natürlich nicht, aber es kann natürlich auch unter Umständen nicht sinnvoll sein, es ausschließlich alleine zu machen, ja, weil man einfach diese Erfahrung nicht hat in diversen Bereichen. Also das heißt, um nochmal jetzt also das Ganze klar und deutlich zu sagen, ja, es ist wichtig, zunächst einmal die Vollständigkeit sicherzustellen. Schau dir alles an und mit Mut zur Lücke einfach zu sagen, okay, das haben wir wahrscheinlich oder haben wir, aber vielleicht nicht so in dem Maß, wie es sein sollte und so weiter und so fort. Und gleich weiter zum nächsten Punkt. Es ist allein der ISO 9001, ich habe irgendwo mal so eine Übersicht erstellt mit allen Anforderungen. Ja, es sind über 300 Anforderungen. Wenn ich mich nicht ganz irre, so circa 330 Anforderungen, Einzelanforderungen, die man abdecken muss. Ja, die habe ich mir zusammengeschrieben. Ich mache mir mal Gedanken darüber, ob ich dir diese Liste mal offenlege, ob ich das zum Download bereithalte. Je nachdem, was da jetzt hier so an Feedback kommt, wenn du hier an der Stelle noch dabei bist und sagst, hey Burak, das ist eine coole Übersicht, dann schreib mir einen Kommentar rein, ja, und ich werde mir dann Gedanken machen, wie ich das veröffentlichen kann, sodass du drankommst. Vollständigkeit sicherstellen, Punkt 1. Warum ist das so wichtig? Ja, weil du sonst im Prinzip nicht ans Ziel kommst. Ja? Wir sind so verliebt, so detailverliebt und es macht ja auch Spaß, sich Gedanken zu machen über Verfahrensanweisungen, über Arbeitsanweisungen, über Prozessbeschreibungen, Prozessanweisungen, ja, über die ganze Strukturierung, die Verlinkung und so weiter und so fort. Aber wir sind alle keine Maschinen. Ja. Wir arbeiten nicht zu 100% automatisiert. Das ist einfach so. Ja. Und das muss man erstmal verstehen und begreifen. Wir in Deutschland sind nicht so, ja, dass wir zu 100% automatisiert nach Vorschrift, 100% nach Vorschrift arbeiten. Ja. Deshalb wird es schwierig sein, so eine Verlinkung quasi herzustellen, die sicherstellt, dass man diese Menschlichkeit, die man hat, ausklammert und am Ende des Tages wie ein Roboter arbeitet. Ne? Da brauchst du die Menschen nicht für so eine Aktion. Genau, also Vollständigkeit sicherstellen. Wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. Ja, ich kenne so viele Beispiele, die also das unterstreichen. Ja, also da kann man so viel Geld versenken, Zeit versenken, Effizienz versenken, Effektivität versenken, ja, in dieser kleinen Geschichte. Ja. Lieber erst die Vollständigkeit sicherstellen, mit Risiko Vollständigkeit sicherstellen und dann
im Nachgang zum Beispiel bei internen Audits, ja, oder im Prozess der externen Audits nachzuschärfen, intern zu reflektieren, zu sagen, guck mal, diesen Prozess, den braucht keiner, den hat keiner benutzt, ja, diese Arbeitsanweisungen, die verstauben, ja, die brauchen wir nicht, weg damit, ja, oder nee, da fehlt was, da nehmen wir was dazu und so weiter. Und dieses Leben lassen des Managementsystems, das ist der wesentliche Kern, ja, der wesentliche Kern eines jeden Managementsystems, ja. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, ich habe jetzt die Vollständigkeit, aber ich fühle mich richtig schlecht dabei, weil ich nicht weiß, ob ich durchs Audit fliege oder nicht fliege. Ja, dann geh ins Audit rein, find's heraus. Punkt. Ja. Und ich garantiere dir, das ist der für dich bessere Weg, als wenn du erstmal, was weiß ich, 3 Jahre lang an dem perfekten, in Anführungszeichen, Managementsystem feilst, was dir am Ende des Tages nicht mehr bringt, das ist der Punkt, dadurch vergrößerst du dein Geschäft ja wahrscheinlich nicht, ja, dadurch, dass deine Ablagestruktur so perfekt ist, ja, sondern du sollst Geschäft, dein Kerngeschäft anvisieren, dein Managementsystem soll dich supporten. Ja, in dem Sinne, wenn du sagst, Burak, das war jetzt eine Predigt, ja, die hat mir weitergeholfen, dann gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, ja, da freue ich mich tierisch drüber. Und wenn du noch einen draufsetzen willst, dann hau einen Kommentar drunter, schieß deine Meinung raus, was du davon hältst, ja, von dem, was ich gerade erzählt habe. Und wenn du sagst, hey, ich bin gerade in dieser Situation, möchte gerne ein Managementsystem aufbauen und ich möchte auch gerne das Ding effizient umsetzen, ich möchte auch keine Hunderttausende von Euros dafür versenken, ja, dann kontaktiere mich einfach. Ich habe zurzeit ein offenes Ohr für solche Projekte. Macht mir immer mehr Spaß, quasi Unternehmen dabei auch zu supporten, zu unterstützen, da ein Managementsystem zum Beispiel aufzubauen. Und das, was ich hier erzähle, ja, das ist ja nichts, was aus der Luft gegriffen ist, sondern das sind Erfahrungswerte, die ich dir mitteile. Das ist leider Gottes so. Man hat halt viele Varianten gesehen. Ich habe viele Situationen erlebt, ja, in denen ich der Meinung war, okay, das hätte jetzt echt nicht sein müssen, diese Investitionen zu tätigen, unternehmensseitig, weil es auf der einen Seite nicht notwendig ist, ja, und auf der anderen Seite einfach nicht zielführend ist. Insofern, also, wenn du sagst, Support, lass uns mal drüber reden, dann mach einen Termin aus. Ich hab einen Calendly-Kalender, kannst mal reingucken, wann ich da Zeit habe, ja, und dir einfach einen Termin mal rauspicken. Und dann schwätzen wir darüber, wenn das interessant ist für dich. Ich freue mich auf jeden Fall. Der Terminkalender ist relativ voll. Schau einfach rein, wann du Zeit hast, ob wir einen Zeitraum finden, wo ich Zeit habe, wo du Zeit hast. Und dann reden wir einfach drüber. Insofern halt die Ohren steif. Ich bin jetzt hier auf der A1 Richtung Köln. Hab noch ein paar Minuten. Ich bin in einem Stau. Ja, Corona scheint vorbei zu sein. Ja, mehr oder weniger in Anführungszeichen. Muss man ja aufpassen. Ist natürlich nicht vorbei. Aber am Autoverkehr sieht man ja schon so die Veränderung der Gesamtumgebung. Ne? Insofern, halt die Ohren steif, bleib stabil und ich schalte morgen wieder ein. Morgen ist Freitag, quasi der letzte Tag der Woche. Bis morgen.